Moin miteinander. Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr. Ja, dachte mir, ich nehme euch mal mit. Wir machen da heute was ganz Ähnliches wie gestern. Mein Mandant sitzt seit September in Haft, gibt einen Haftbefehl aus dem Jahr 2015. Mandant ist dann im September wieder nach Deutschland eingereist und zack, haben am Flughafen die Handschellen geklickt. In dem Haftbefehl standen 13 Taten drin. Die haben wir jetzt auf 3 schon mal runtergeschraubt und heute will jetzt der Amtsrichter den neuen Haftbefehl verkünden. Und mein Ziel ist es jetzt dafür zu sorgen, dass der neue Haftbefehl zwar verkündet wird, aber zumindest außer Vollzug gesetzt wird, dass ich meinen Mandanten mit nach Hause nehmen kann. Das ist übrigens das Problem an IC-Zügen, also in klassischen Intercities. Das, was die ICEs pünktlich sind und alles reibungslos läuft, das holen die ICEs alles an Unpünktlichkeit wieder raus. Gestartet in Heidelberg mit 5 Minuten Verspätung, jetzt sind es schon 9 Minuten Verspätung. Wie ihr seht, habe ich jetzt minus eine Minute Zeit zum Umsteigen. Schauen wir mal. Da kommt der Anschluss. München. Dank verpasstem Anschluss in Stuttgart nur eine knappe Viertelstunde zu spät. Das ist genau die Zeit, die ich zum Gericht brauche. Rennen ist angesagt. Aber das Gericht weiß Bescheid. Ich werde ja öfter mal gefragt, warum ich trotz Bürojob noch immer so wenig Wampe habe. Die Antwort ist ganz klar, ihr kennt mein Google Maps, weil ich so ewig viel laufe andauernd. Begegne den alltäglichen Problemen. Es ist noch kein Dolmetscher da, wir verschieben die ganze Sache also nochmal um eine Stunde. Dafür bin ich also hergerannt, aber tadadada, das weltbekannte Gerichtsgebäude Nymphenburger Straße, das da hinten sind die Zelte, wo dann die Sicherheitskontrollen für den Schäferprozess stattfinden, NSU-Verfahren. Hier, also eine ganze Reihe von Tafeln, nur mit Ordnungsverfügungen, was man in dem Verfahren alles darf, also als Zuschauer, wann man rein darf, drum und dran. Naja, so hoch ist unser Ding nicht aufgehängt. Ich guck mal, ob sich da vielleicht was für die Mittagspause findet. Und dann geht's nachher weiter. Da muss man ja sagen, Wartezeiten haben gewisse Vorteile. Weil bei Kaiserzeit so ein bisschen Sightseeing hat auch was für sich. So, 2 Stunden später, hart verhandelt, Kaution angeboten, volles Programm. Nichts da, die bayerische Justiz muss doch nochmal zeigen, dass sie die mithärteste im Land ist. Haftbefehl gegen den Mandanten ist also abgeändert, aber in Vollzug gesetzt worden. Ich suche mir jetzt den Weg nach Hause. Da lässt sich jetzt tatsächlich nichts mehr dran machen. Bin nicht ganz so glücklich drüber. Aber gut, weiter geht's. Ja, schauen wir mal, wie die Rückfahrt klappt. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob das gut wäre, wenn ich hier arbeiten würde beim Gericht. Praktisch 2 Minuten fußläufig vom Löwenbräukeller. Es ist ja immer super fies, wenn du dann am Bahnhof stehst und da sind lauter Züge in alle möglichen Städte, die man nur als Urlaubsgebiet kennt. Und du musst zurück ins Büro. Das sieht gut aus. Ja, danke. So. Sesam, öffne dich. Also ihr Lieben, ich sitze wieder im Zug Richtung Mannheim. Das heißt also, ich bin jetzt wieder auf der Heimreise. Ganz kurz, dass ihr mal so ein bisschen Überblick kriegt, wie das so läuft in solchen Haftsachen. Nochmal zur Zusammenfassung, der Mandant sitzt schon seit September in der Untersuchungshaft. Da gab es einen Haftbefehl damals mit 13 Taten. Heute gab es dann einen neuen Haftbefehl. Das heißt, der alte wurde aufgehoben, der neue wurde ihm verkündet. Da sind das dann nur noch 3 Taten, weil wir den Rest wegargumentieren und wegermitteln konnten. Das Gericht hat leider nicht gesagt, er darf nach Hause und zu Hause auf seine Verhandlung warten, weil die Wohnsitzlage ein bisschen sehr unklar ist und das Gericht einfach sagt, ach, am Ende, jetzt lasse ich ihn heute raus und dann kommt er nicht mehr. Da ging also auch nichts mehr mit Kaution anbieten und drum und dran. Aber was haben wir gemacht? Wir haben heute eine Erklärung abgegeben, uns also zur Sache geäußert.
schlussendlich, wir haben das, was man uns jetzt noch vorhält, eingeräumt. Und das sorgt dafür, dass wir Anfang Januar schon wieder verhandeln dürfen. Dann gibt es nämlich neben dem Verfahren, was man so kennt, mit Zeugen und großem Auflauf und großer Verhandlung, gibt es in solchen Fällen die Möglichkeit, dass man beschleunigtes Verfahren macht. Das heißt also, der Staatsanwalt schreibt ganz kurz eine Art Mini-Anklage, bezieht sich genau auf die Erklärung, die wir heute abgegeben haben, sagt hier, das bitte ich abzuurteilen und wir verzichten auf sämtliche Ladungsfristen. Das geht dann ratzfatz innerhalb von spät maximal 6 Wochen, dass das Ding vor dem Amtsrichter verhandelt wird. Das wird bei uns Anfang Januar sein und dann geht's für den Mandanten mit mir ab nach Hause. So, ich widme mich jetzt noch dem Laptop. Bisschen nacharbeiten, wenn man schon nicht im Büro ist, wenigstens was tippen. Und ja, vielleicht sehen wir uns nachher nochmal. Wir haben dann etwas Aufenthalt. Weiterfahrt des Zuges 15.51 Uhr. Mannheim. Weinheim um 18 Uhr. So, bei Dunkelheit gestartet, bei Dunkelheit zurück. Ich bin wieder in Heidelberg. Jetzt geht es noch so an die letzten Aufräumarbeiten. Aber ihr habt, glaube ich, mal so einen Eindruck bekommen, wie das läuft den Tag über. Wenn man da mal auswärtige Termine hat als Verteidiger. Auch warum man nicht den ganzen Tag im Büro sitzt. Morgen geht es weiter mit Verhandeln. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.